Sie haben es ja mitbekommen, die ganze Woche hat die letzte Generation Aktionen gestartet, klimatechnisch das Festkleben auf den Fahrbahnen. Wie bewerten Sie das? Ich persönlich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich habe viel darüber nachgedacht. Eine Sache, die ich von einer jungen Neos gehört habe, war so etwas wie, dass Klimawandel ein riesiges Problem ist, dass die Klimakrise ein riesiges Problem ist und dass die letzte Generation der ganzen Sache einen extremen Schaden zufügt mit dem, was sie tun. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimme, aber es ist auf jeden Fall eine komplizierte Sache, denn wenn man die Allgemeinbevölkerung so aggraviert, dann kann das natürlich auch zu Problemen führen, auch wenn die Aufmerksamkeit dadurch stark gesteigert wird. Das ist auch auf jeden Fall so zuzugeben. Also ich bin mir da selber noch nicht ganz sicher. Ja, ich meine, es gibt genügend Menschen, die keine Aufmerksamkeit ihm schenken. Deswegen muss es Leute geben, die die Meinung, also die Sache in diese Richtung so stark drücken, damit es Aufmerksamkeit bekommt. Weil viele Leute interessiert das nicht. Was denke ich dazu? Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, auf das aufmerksam zu machen, was gerade wieder geschieht. In Deutschland zum Beispiel, alle reden, wie lange wir noch Zeit haben, bis es wirklich heiß wird auf der Erde und dann tut man wieder Braunkohle verheizen und so. Also klar muss man immer schauen, dass man im rechtlichen Rahmen bleibt, aber ich glaube, man kann nicht genug Aufmerksamkeit erregen für dieses Thema. Ich meine, vor allem die junge Generation. Die Alten werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber die 20- bis 40-Jährigen, denen wird es wahrscheinlich ein bisschen heiß werden. Ja, einerseits ist es schon sehr extrem, aber andererseits, anders kriegt man die Aufmerksamkeit der Menschen auch irgendwie nicht. Und vielleicht muss man zu extrem greifen. Ich finde es wichtig, irgendwie Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz zu richten, weil das ist immerhin eine sehr wichtige Frage. Vielleicht nicht, ich meine, ich weiß nicht, es gab ja schon etwaige verschiedene Proteste, was das angeht. Aber wenn es zu stark das heutige Leben behindert, wäre es vielleicht auch nicht so gut. Aber ich denke, gewisse Aufmerksamkeit zu regen ist sehr wichtig, ja. Ich denke, dass es generell wichtig ist, dass Leute anfangen zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Ja. Deswegen, ja, weil es geht können, uns ja alle an, nicht? Ich glaube, wir können zusammen das Klima, das Klima irgendwie umschwingen und nicht einzeln. Die Politik fordert hier jetzt auch härtere Strafen gegen so einen Vorgang des Festklebens. Die Aktivisten sagen, egal wie hart die Strafen, sie werden trotzdem weitermachen. Kann man die beiden Seiten noch irgendwie zusammenbringen? Ja, man muss die Seiten zusammenbringen, aber ich glaube, die Politik muss endlich einmal einsehen, dass man nicht immer nur reden kann, gescheit oder wie auch immer, sondern dass man wirklich handeln muss. Und wenn die Politik das nicht einsieht, dann wird es sowieso schwierig in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich. Ich denke, man kann da auf jeden Fall vermitteln. Ich weiß nicht genau, wovon Sie gerade sprechen. Ich bin nicht so gut vertraut mit der Materie. Ich weiß aber, dass es einige Dinge gibt, die man tun kann, die so nicht ganz gescheit umgesetzt werden in der Regierung. Ich glaube auf jeden Fall, dass Vermittlung möglich ist. Ich glaube, es ist fast schon abstrus, irgendwie in den Raum zu stellen, dass es nicht möglich wäre. Es ist auf jeden Fall eine Konversation, die geführt wird. Ich glaube, dass Ignoranz gar nicht so hoch ist, wie man am Anfang annehmen möge. Ich glaube, man muss sich nur gegenseitig zuhören. Ja, natürlich. Vielleicht sollte die Politik einsehen, dass sie sich auch selbst strafen sollte, falls sie irgendwas Schlechtes macht. Wie sehen Sie das? Es gibt genug Probleme in der Politik. Ich glaube, die Politiker sollten jetzt nicht extra Strafen verhängen für solche Sachen. Weil das ist wichtig, dass wir gemeinsam versuchen, das Klima zu retten. Ja, sie sollten miteinander sprechen und nicht einfach nur bestrafen und weitermachen, sondern ich glaube, die Klimaaktivisten würden auch aufhören, wenn von der Regierung auch einmal was kommen würde. Das würde mich auch schon auf meine nächste Frage bringen. Bringt es überhaupt etwas, wenn man das sehr hart bestrafen würde? Wie ist Lenard? Nein, überhaupt nicht. Das kreiert einfach nur noch mehr Clash zwischen den einzelnen Leuten, zwischen den einzelnen Kräften quasi. Ja, ich stimme zu. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Die einzigen, die vermehrt darunter leiden, sind die Klimaaktivisten. Ja, und die Leute an sich selbst. Und die Leute, die jetzt nicht so viel haben, aber die Leute, die sehr vermögend sind, denen ist das sowieso egal. Ja. Wahrscheinlich, aber das kann ich leider gar nicht beurteilen.
Nein, ich glaube nicht, weil sie haben ja gesagt, sie machen trotzdem weiter, egal welche Strafen es gibt. Ich glaube, dass harte Strafen überhaupt nicht sinnvoll sind. Das führt höchstens zu einer Eskalation. Ich glaube, was dringend, ganz dringend notwendig wäre, ist, wenn die Politik den Dialog sucht, endlich. Und die Leute, die sich das antun, auch diese Protestaktionen, das ist ja nicht so lustig, sich das anzutun, diese Leute endlich einmal ernst zu nehmen und nicht immer nur wieder von Strafen zu diskutieren, das ist alles eigentlich wirklich retro, kann man sagen. Und die letzte Frage, wir hatten auch viele Passanten oder einige, die gesagt haben, das ist wie Klimaterroristen zu betrachten, haben diesen Ausdruck gezielt verwendet. Ist das sachgemäß, kann man das so sagen? Ich denke nicht, weil wenn die Klimaaktivisten nichts tun oder wenn wir allgemein nichts tun, dann wird irgendwann das Klima noch schlimmer sein, als es jetzt schon ist und dann haben wir alle nichts davon somit. Das kommt schon jetzt die Methoden an. Ich glaube, es kommt auf die Methoden an. Ich meine, wenn man wirklich Sachen sabotiert und das alltägliche Leben irgendwie negativ beeinflusst für die einfachen Leute, dann ist es nicht so gut. Dann, natürlich. Aber ja, das ist schon sehr... Ja, es kommt immer darauf an, welche Personengruppe man damit bezeichnet. Das kann natürlich sehr, sehr schnell falsch beurteilt werden. Wenn Leute als Terroristen quasi bezeichnen, die vielleicht Autos in die Luft sprengen, um einfach den Klimawandel irgendwas auszudrücken. Das ist natürlich nicht okay. Aber wenn jetzt dieser Begriff dann weiträumig verwendet wird, um Leute, die wirklich ohne irgendwelche Zwischenfälle friedlich auf den Klimaschutz aufmerksam machen, die dann auch mit diesem Begriff beschmutzt werden quasi, das ist dann nicht okay. Also man kann nicht alles in einen Topf werfen. Es ist, glaube ich, überhaupt nicht gerechtfertigt. Das Problem ist, dass viele Menschen nicht verstehen, warum sich andere auf der Fahrbahn festkleben. Und ich glaube, da kommt auch den Medien eine wichtige Rolle zu, nämlich aufzuklären, was ist wirklich das Problem. Und der sogenannten Normalbevölkerung das näher zu bringen, was ist das Problem. Weil die sich darüber aufregen, na klar, ich ärgere mich auch, wenn ich mit dem Auto fahre, da ist wieder Stau und alles steht und so. Klar, ärgert man sich. Aber die Frage ist, wie kann man sonst Aufmerksamkeit heute überhaupt noch erregen, sodass es irgendeinen Politiker oder eine Politikerin kratzt? Also würden Sie auch sagen, es ist sinnvoll, sich einzusetzen? Auf jeden Fall.